519. Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete Herr Jäger von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Überschrift Mehr Akzeptanz für erneuerbare Energien durch stärkere Beteiligung der Standortgemeinden bis dahin ist auf jeden Fall absolut Konsens, denke ich, im Haus unter den demokratischen Fraktionen. Wir wollen, und das sehen wir alle, dass diejenigen, die auch ein Stück weit die Belastung der erneuerbaren Energien zu ertragen haben, dass die auch deutlich entlastet werden in anderer Form. Wir haben hier als Landtag dazu ein Bürgerbeteiligungsgesetz beschlossen, was auch dieses Ziel verfolgt, ähnlich wie das Thema Gewerbesteuer. Diese beiden Sachen gehören deswegen auch ein Stück weit ineinander, sind miteinander verschränkt und gehören auch ein Stück weit zusammen, weil sie ein ähnliches Ziel verfolgen. Wir haben uns zum Bürgerbeteiligungsgesetz damals enthalten, weil wir dieses Ziel klar anerkennen. Und wenn Sie sich vielleicht noch erinnern, das hängt jetzt auch ganz direkt mit der Gewerbesteuer zusammen, hatte ich gesagt, dass Gemeinden, die daran zu beteiligen sind, aufgrund des 5-Kilometer-Radius, dass es dort Gemeinden bis zu 8 Gemeinden zu beteiligen sind. Und dass das am Ende dazu führen wird, dass auch weniger Gewerbesteuer in der betroffenen Standortgemeinde ankommt. Die Aussage hier im Hohen Haus war, 8 Gemeinden, Herr Jäger, das ist Panikmache, da greifen Sie jetzt hier mal irgend so ein Beispiel raus, das ist Quatsch. Wir hatten gefragt, wie viel sind es denn? Darauf gab es keine Antwort. Inzwischen gibt es, das halte ich übrigens auch für sehr gut, eine Arbeitsgruppe im Energieministerium, die sich mit den Auswirkungen und den konkreten Ausgestaltungen des Bürgerbeteiligungsgesetzes beschäftigt. Dort hat es jetzt endlich die einfache Rechnung gegeben, dass wir haben das vorher auch nicht geleistet, mal ein GIS-Programm zu nehmen, zu gucken, wie sind die Umfänge um die Eignungsräume. Und wir kommen zum Ergebnis, 75% der Eignungsräume, in 75% der Eignungsräume, wenn da gebaut werden, wären 8 Gemeinden oder mehr zu beteiligen, im härtesten Fall 15. Was hat das mit der Gewerbesteuer zu tun? Das ist schwach, dass ihr das fragt. Weil das natürlich den Projektgewinn erheblich mindern wird. Der Projektgewinn ist aber verantwortlich für die Frage, wie viel Gewerbesteuer, wo wir uns ja einig sind, wird an der Standortgemeinde gezahlt. Wenn es hart auf hart kommt, bei Extrembeispielen, wird am Ende die Standortgemeinde sogar weniger Geld als jetzt bekommen, weil halt von der Gewerbesteuer was abgezogen werden muss, weil die Gewinne nicht mehr so entstehen. Auf der anderen Seite aber die Gelder, die da verteilt werden, was wir für richtig halten, an die Gemeinden Geld zu verteilen, zu breit verteilt werden. Wir haben uns intensiv mit dem Thema Gewerbesteuer auseinandergesetzt, sind da auf grundsätzliche Fragen gestoßen, die auch andere Bereiche in diesem Land natürlich interessieren muss. Die Gewerbesteuer soll ein Ausgleich sein für Belastungen vor Ort, die durch Gewerbebetriebe entstehen. Das hat nicht mit Regenerativen zu tun, das gilt für alle. Im Moment ist es aber so, dass natürlich der Sitz des Unternehmens oft nicht am Standort des Unternehmens, das vor allem bei regenerativen Energien der Fall ist, und deswegen muss die Gewerbesteuer geteilt werden. Hälfte am Betriebssitz, Hälfte am Verwaltungssitz der Gesellschaft. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert, wie ich finde, in der richtigen Richtung, und hat gesagt, das machen wir nicht mehr 50-50, das machen wir nach dem Verhältnis 70-30. Das aber ist eine Bestimmung, die man durchaus auch noch erweitern kann. Auch andere Zerlegungsschlüssel sind möglich, und darauf wollen wir die Gemeinden mit diesem Antrag ausdrücklich aufmerksam machen. Es gibt gute Beispiele. Läuft zum Beispiel zwischen Rostock und Standortgemeinden, wo sich die beiden Kommunen zusammengesetzt haben, gesagt haben, wir erkennen die Belastung vor Ort an und wir machen einen Zerlegungsschlüssel 90-10. Und das ist genau ein Zerlegungsschlüssel, wo wir sagen, das ist fair auf jeden Fall für beide Seiten. Das sollte grundsätzlich angestrebt werden und das nützt gerade den ländlichen Räumen. Wir kommen aber dabei auf einen nächsten Punkt. Wir sind als Wirtschafts- und Energieausschuss in einer konkreten Gemeinde gewesen in Großschwieso. Die haben eine ganze Menge Windkraftanlagen und haben gefragt, was habt ihr denn konkret von den Anlagen? Und die Aussage war interessant. 90.000 Euro Gewerbesteuerzahlung an die Gemeinde, praktische Auswirkung für den Haushalt nur 9.000. Der Rest fließt in alle möglichen Umlagen. Da hat natürlich die Gemeinde am Ende auch was davon, aber das sehen die in den Gemeinden oft nicht, weil sie sagen, wir jedenfalls können darüber nicht mehr verfügen. Das ist ein grundsätzliches Problem,
auf das wir aufmerksam machen und wo wir glauben, wäre es nicht sinnvoller. Wir wollen das Solidarprinzip zwischen den Gemeinden. Das ist wichtig und existenziell. Und es kann nicht sein, dass die Gewerbesteuer einfach komplett in einer Gemeinde verbleibt und sie sagt, davon geben wir nichts ab. Es muss Solidarprinzip herrschen. Wenn das Solidarprinzip aber so groß ist, dass die Gemeinden vor Ort sagen, eine Erhöhung der Gewerbesteuer kommt für uns gar nicht in Betracht, weil wir haben ja gar nichts davon. Wir quälen nur die Gewerbetreibenden bei uns vor Ort. Aber was wir da an Mehreinnahmen haben, schieben wir, wie gesagt, zu fast 90% an die anderen Gemeinden weiter. Ist es da nicht sinnvoll, im neuen FAG, und das soll ja bis 2018 überarbeitet werden in der nächsten Legislaturperiode, eine Regelung einzuführen? Wir schlagen dafür, machen einen Vorschlag, der ist auch nur als Prüfauftrag da drin, aber selbstverständlich sind da verschiedene andere Meinungen möglich, die da sagt, bis 500.000 Euro Gewerbesteuereinnahme verbleibt die Hälfte etwa anrechnungsfrei in der Gemeinde. Das motiviert aus meiner Sicht die Gemeinden, gerade die kleineren Gemeinden, sich um das Thema Gewerbesteuer anders zu kümmern, weil sie wirklich direkt was davon haben. Und die Hoffnung ist dahinter, dass wir am Ende sogar mehr Gewerbesteuer insgesamt einnehmen, weil die Gemeinden dann anders hinterher sind und sich um Lösungen bemühen vor Ort, die dieses Finanzierungsinstrument der Kommunen stärken. Die großen, wie zum Beispiel Rostock, 30 Millionen Gewerbesteuereinnahmen, würde dieser kleine Vorteil nicht groß voranbringen. Das sind Minisummen, die dann noch oben drauf bekommen. Es käme vor allen Dingen in den kleinen Gemeinden an. Das ist das Ziel, was wir haben. Uns ist aufgefallen, wir haben uns beschäftigt mit Brandenburg. Die haben nämlich genauere Untersuchungen gemacht zum Thema Windkraft-Gewerbesteuereinnahmen. Die haben etwa errechnet, dass sie einen Umsatz haben durch EEG von etwa 500 Millionen Euro im Land Brandenburg pro Jahr. Und nach ihrer Rechnung, die natürlich nur überschlägig ist, hätte das für die Kommunen im Land Brandenburg etwa 30 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen pro Jahr bedeuten müssen. Real bei der Umfrage kam raus, knapp 4 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Also deutlich weniger als die Vorhersage oder die angenommene Gewerbesteuerzahlung. Die Frage ist, warum ist das so? Und ein ganz entscheidender Punkt haben wir festgestellt bei der Bearbeitung ist, dass die Projekte entwickelt werden von irgendwelchen Firmen, dann allerdings meistbietend auf den Markt geworfen werden. Das ist diesen Firmen nicht unbedingt vorzuwerfen, sondern das ist das Prinzip, was wir haben von Marktwirtschaft. Führt aber dazu, dass die Veräußerungsgewinne am Standort des Unternehmens versteuert werden, die diese Projekte geplant haben und die betroffene Gemeinde von diesen Veräußerungsgewinnen überhaupt nichts hat. Das wäre zu prüfen im Rahmen der Überarbeitung auch des FAGs, ob man nicht Initiativen entwickelt auf Bundesebene, die da lauten, solche Veräußerungsgewinne müssen quasi dann vorab in die Gewerbesteuer einbezogen werden, damit hier die Standortgemeinden wieder das bekommen, was ihnen zusteht. Und nicht nur die eine Gemeinde, die zufällig den Sitz des Projektentwicklers hat, die kriegen nämlich dann richtig Kohle, die kriegen da richtig was oben drauf gepackt. Das wird übrigens dann auch vergessen bei den Erhebungsfragen, wie viel nimmt denn der Steuerzahler an Gewerbesteuer ein, weil die Sachen einfach rausgebucht werden, die allerdings konzentriert dann in bestimmten Ortschaften tatsächlich zum Tragen kommen. Hier müssen wir ansetzen, damit wir erreichen, dass die Gewerbesteuer ein sinnvolles Instrument ist für die betroffenen Gemeinden. Wir haben außerdem mitbekommen, wie Gemeinden unter Umständen sich dort Zugriffsrechte sichern können. Und da sind wir uns ja einig, dass die direkte Beteiligung von Gemeinden, die auch im Bürgerbeteiligungsgesetz vorgesehen ist, durchaus ein guter Weg wäre, damit die Gemeinden einen Fuß in der Tür hat und nicht einfach von außen über den Löffel barbiert werden kann. Der Vorschlag, den wir in einem Seminar gehört haben, den möchte ich auch gerne weitergeben, ist, dass die Gemeinde mit einem minimalen Anteil in die Gesellschaft hineingeht. Wie man das schafft, da gibt es auch Ideen für, müssen wir jetzt hier nicht breit erläutern, aber es gibt da gute Ideen, wie das Gemeinden erreichen können. Und wenn Sie den Fuß in der Tür haben, bilden Sie einen Beirat. In diesem Beirat ist der Bürgermeister der Gemeinde geborenes Mitglied, der sitzt immer drin. Und dann werden im Beirat bestimmte Entscheidungen festgelegt, die man nur einstimmig, dann ist nämlich völlig egal, wie viele andere Leute in dem Beirat noch sitzen, fällt. Inklusive, dass man diese Regelung natürlich auch einstimmig nur ändern darf. Und da steht zum Beispiel drin, der Beirat muss zustimmen, wenn der Sitz des Unternehmens verlegt wird oder der Verkauf der Gesellschaft ansteht. Und dann bedeutet das, wenn der Bürgermeister in dem Beirat sitzt, dass das an der Gemeinde vor Ort nicht mehr vorbei möglich ist. Das ist aus meiner Sicht, und das wird praktiziert in Schleswig-Holstein, das ist aus meiner Sicht ein geniales Mittel, um zu verhindern, dass diese Projekte von einer Hand in die anderen gehen und am Ende
weil der Gewinn immer weiter nach unten geht, in der Standortgemeinde nichts bleibt. Warum gehen die Gewinne nach unten? Das hängt übrigens schlicht damit zusammen, dass wir die absolute Niedrigzinspolitik haben und gerade Pensionsfonds, Versicherungen händeringend nach Minimalrenditen unterwegs sind. Und eine Rendite von 2 oder 3% ist aus deren Sicht eine fantastische Rendite. Und das führt dazu, dass sozusagen alles, was oben drauf ist, abgeschöpft wird und dann das Ganze für eine 2 bis 3% Rendite verkauft wird. Das kommt dann eben den Gemeinden nicht mehr zugute. Das, denke ich, wollen wir alle gemeinsam nicht. Und deswegen machen wir mit unserem Antrag zum Thema Gewerbesteuer, wie kann man sie weiterentwickeln, einen Aufschlag und hoffen, dass in der nächsten Legislaturperiode andere diesen Ball dann auch wirklich aufgreifen und die Gewerbesteuer sinnvoll zum Wohle der Gemeinden, auch im Bereich der regenerativen Energien, weiterentwickeln. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Jäger. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, eine